immer mehr entdecken es für sich, das Naturparkhaus und das Restaurant am Gartenblick. Tirols schönste Aussichtsterrasse lockt mit Kulinarischem genauso wie mit Unterhaltung für Jung und Alt. Linedance und das in dieser Umgebung. Vereine aus dem ganzen Oberland sind hier, um ihrer Leidenschaft zu frönen. Ein Genuss für Publikum und Tänzer gleichermaßen. Linedance Club, seit wann? Wir tanzen jetzt offiziell in dieser Konstellation seit 3 Jahren. Wir haben aber durch das, weil wir jedes Jahr neue Gruppen dazu machen, haben wir im Schnitt so an die 20 Neuankömmlinge pro Jahr. Also wir sind jetzt mittlerweile schon bei fast 70 aktiven Mitgliedern. Nur vom Linedance Club Landeck? Nur Linedance Club Landeck. Da heute tanzen wir mit einer Kooperation Sundancer. Das sind die Torretter, sagen wir einfach, oder Linedance Gruppe Sundance von Torrens. Und die haben ebenfalls also um die 20, 25 Mitglieder. Linedance. Vor 10 Jahren hat man das überhaupt nicht gekannt, aber ist jetzt eine immer größer werdende Familie. Wo geht das Ganze aus? Wo ist das geboren worden? In Tirol? Also in Tirol ist das ganze Linedance, irgendjemand, ein Verein hat es einmal immer schon gegeben, das seien die Sharks gewesen im Unterland und nachher hat es auch die Wild Horses bzw. Arizona hat das dann ganze so richtig in Bewegung gebracht. Der Hauptinitiator, das war eigentlich ein Tanzlehrer von Innsbruck, der hat halt diverse Kurse endlich einmal angeboten. Und durch das, weil man endlich einen guten Mann gefunden hat, der was das ganze Zeug kann, ist das auch ein bisschen medialer geworden. Irgendwann hat man einmal angefangen, 2 Tänze zu erlernen, 3 Tänze zu lernen und dann hat die Sucht oder das Fieber in einem zu brennen begonnen. Wenn man den Linedance geschichtlich anschauen, wo kommt das Ganze an? Her und was steckt da für Philosophie dahinter? Linedance ist eigentlich Tanzen in Linie und die Geschichte oder der Ursprung kommt her von Amerika drüben. Aber ob jetzt das irisch ist oder ob das... Linedance ist Volksmusik. Linedance ist ein verbindender Tanz. Der Vorteil ist, wir brauchen keinen Partner in dem Sinn, weil wir in Linie tanzen. Der Ursprung ist einfach dazu mal herkommen, weil den Leuten langweilig war, weil sie teilweise separiert waren Männer und Frauen. Das hat schon vom Ursprung der Besiedelung von Amerika zu tun gehabt. Und sie haben sich bewegen müssen. Ob das bei Square Dance war oder im Endeffekt bei Linedance, das ist das Gleiche. Die Verbindung, Linedance kann ich zu Hardrock dazu tanzen, ich kann zu AC/DC Linedance tanzen. Ich muss nur das Taktgefühl haben und hören, was passt jetzt zu dem oder zu dem Lied. Wir können Linedance zu Tiroler Musik machen, wir können Linedance zu irischer Musik machen, zu allem. Es gibt nichts, wo man nicht Linedance dazu machen kann. Das Faszinierende für einen Außenstehenden, das sind jetzt zwei verschiedene Vereine, aber die verstehen sich praktisch blind. Die können gemeinsam sofort jede Melodie tanzen. Hat man das trainiert oder? Du sagst jetzt, das sind jetzt 2 Gruppen. Im Endeffekt sind 7 Gruppen da. Und es gibt Vorlagen. Im Gesamten wird es ca. 17.000 bis 18.000 verschiedene Tänze geben. Und jeder Tanz hat eine gewisse Vorlage. Nach der tanzt man einen 32er oder einen 64er Schritt oder eine noch höhere Schrittfolge, die was sich immer wieder wiederholen. Aber die sind irgendwo vorgegeben. Da kann man im Internet herunterladen. Da Gott, dass jetzt ein Beispiel sagt, hey Joe, der, wenn ich sage, ich möchte den Tanz lernen, gehe her. Im Internet Suchbegriff, hey Joe, Linedance und ich bekomme sofort die genaue, detaillierte Choreografie zu diesem Lied. Und dann gehe ich her und mache das halt noch danach und kann, ich kann
in Japan zubegehren, ich kann in Amerika drüben zubegehren, wenn es heißt, der Tanz wird getanzt, dann kann ich den Tanz. Obwohl ich die Sprache nicht beherrsche, aber den Tanz, die Tanzschritte kann ich. Das ist so. Warum heute da am gleichen Blick? Ja, wir haben das letzte Jahr das einmal da probiert, Linedance on the Mountain, und wir haben ein sehr positives Feedback bekommen. Es ist da ein schönes Ambiente im Freien. Warum nicht da am Gachenblick?